Aber wenn man in der Lage ist, im Notfall sein System sofort umzustellen, dann hilft man sich selbst. Und das machen wir immer mit der sogenannten Natron-Kur, wie schon seit... Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Ja, in diesen ganz besonderen Zeiten gilt das natürlich umso mehr, ja, wo fast täglich Virenmeldungen durch die Medien geistern und wie du Viren keine Chance gibst und welche einfachen Möglichkeiten, auch natürlichen Möglichkeiten du dafür hast, darüber wollen wir heute sprechen in diesem Interview und zwar mit Florian Sauer. Herzlich willkommen, lieber Florian. Ja, hallo, lieber Andreas, und ich grüße auch hiermit erstmal alle Zuschauer hier, die gerade damit dabei sind. Florian, wer dich nicht kennt, du arbeitest ja als Gesundheitslehrer und Coach für Detox, innere Reinigung und Entschlackung. Und ja, das Ganze mit den Schwerpunkten Selbstheilung, Vitalkost, natürliche Lebensweise. Und wir haben uns überlegt, wir wollen dieses Thema einfach mal aufgreifen. Wir wollen erklären, wie man einer Notsituation, wie sie ja für viele jetzt gerade herrscht oder auch darüber hinaus, mit einer ganz einfachen Methode sich selbst helfen kann. Sei es eine Vergiftung, sei es Befall von schlechten Mikroben oder eben Viren, aber auch Bakterien oder Parasiten. Und ja, in Zeiten, wo Unsicherheit herrscht, ist das natürlich eine ganz wunderbare Möglichkeit, um eben sich selbst helfen zu können. Florian, deshalb jetzt direkt an dich die Frage, gibt es eine ganz einfache Möglichkeit, die jeder für sich ganz einfach und kinderleicht umsetzen kann? Ja, gibt es sicherlich. Man muss es nur erstmal wissen. Und ich bin ja einer, auch ein Fastenleiter, der sehr autodidaktisch lernt. Und wenn man mich fragt, wendest du Dinge aus der neuen Medizin an, sage ich nein. Ich wende eher Dinge an aus der uralten Naturholistik. Da gehen wir jetzt schon bald 10.000 Jahre zurück in alte persische Gesundheitslehren. Und dieses Wissen aus diesen alten Büchern haben wir in den letzten 15 Jahren mehrfach ausgetestet, auch bei verschiedenen Entgiftungskuren, die wir beide ja auch immer zusammen machen, mit großem Erfolg. Und genau das ist der Ansatz. Die Frage, wie baue ich mein Immunsystem auf, wenn doch, und das wissen wir jetzt da draußen, so viele Menschen immunschwach sind und schon über 50% der Europäer als immunschwach, verschlackt und verschleimt eben gelten und Grundvoraussetzungen dafür bringen, mit Erregern auch infiziert zu werden. Und das ist immer die Frage, wie haben die Menschen das früher gemacht, in Notsituationen zu reagieren? In Notsituationen, wo es eigentlich Schulmedizin ja gar nicht gab, wo es diese modernen Krankenhäuser, diese Sterilität ja auch nicht gab, wie haben die das gemacht? Und bei alten Menschen, die sagen immer, ja, wissen wir noch nicht, probieren wir mal, nutzen wir die Krise als Chance. Also auch eine Chance, aufzuwachen, sich bewusst zu sein, diese nötigen Veränderungen auch wirklich einzugehen, die es braucht, ein Problem erstmal zu lösen, also wie ein Medikament auch erstmal, eine Hilfe zu geben und dann natürlich auch Grundvoraussetzungen für Gesundheit zu schaffen. Und da ist natürlich die Immunstärke das wichtigste Thema. Darüber sprechen wir heute, wie man das schaffen kann. Und ich sage immer, Gesundheit ist halt kein Produkt, was man kaufen kann. Das haben die Menschen jetzt davon. Das ist das Resultat ihrer Verschlackung, ihrer Verschleimung, die zu Immunschwächen führen. Es ist eben ein Zustand, den es zu erhalten gilt. Das ist das Wichtigste. Ja, jetzt hast du gerade angesprochen, und das interessiert uns natürlich sehr, wie haben sich denn jetzt die Menschen früher geholfen, wo es eben noch keine Medizin gab, wie es sie heute gibt? Also Krankheiten sind ja immer eine Ursache von dem, was wir selbst in uns finden oder von dem wir selbst krank werden. Also haben wir selbst den Beitrag dafür geleistet. Aber früher hat man mit ganz normalen Naturextrakten gearbeitet, wie zum Beispiel mit verschiedenen Steinsalzen. Wir nehmen das Beispiel, darum geht es auch heute in diesem Beitrag, mit einem sogenannten Natriumhydrogencarbonat oder Natriumbicarbonat. Das kennt man ganz früher als Backpulver, darf man heutzutage mit dem Backpulver nicht mehr vergleichen, weil Backpulver heißt, dass eigentlich ein Natriumsalz mit einem Säuerungsmittel verbunden wird und das ist dann ein Backtriebmittel. Früher hat man ja die Brote mit Natron ein bisschen eingewässert und hat das ganz lange geknetet, dass da sehr viel Sauerstoff reinkommt. Dann hat man es stehen lassen, um aufzugehen. Das ist aber ganz spannend. Überall, wo ein Natriumbicarbonat draufkommt, entsteht eine sofortige Desinfektion. Und da möchte ich jetzt erstmal sagen, bei mir zu 99,9%, das ist total der Wahnsinn, also für äußerliche und innerliche Anwendung.
diese Formel für ein Natriumbicarbonat ist NaHCO3. Das heißt, das Natrium verbindet sich hier mit einem sogenannten Wasserstoffatom. Und das ist hier die gesundheitsbringende Wirkung der Entkeimung der Zellen und des Abgasens des Kohlendioxides. Wir dürfen das nicht mit einem anderen Salz vergleichen, was mit Kochsalz oder normalem Natrium in Verbindung steht oder diese sogenannte Na2CO3. Das ist das Soda, was wir so kennen. Denn hier verbindet sich das Salz immer mit einem weiteren Natriumatom. Und da ist es ja bei vielen Menschen so, dass man das innerlich nicht anwenden darf, aber nur äußerlich. Und wir haben hier ein Natriumbicarbonat, also ein naturreines Salz, was aus Gesteinsschichten herausgewonnen wird, was zum Beispiel aus Amerika kommt. Das ist das einfachste und ursprünglichste, was die Menschen hatten, was man ja auch früher zur Entsäuerung verwendet hat, um die Menschen, die übersäuert waren, die Entzündungserkrankungen hatten, damit zu helfen. Aber auch bei Sodbrennen hat man das angewandt. Oder bei offenen Wunden, um diese zu desinfizieren, um Einläufe zu geben, um die Säuren über die Darmschleimhäute rauszuholen. Und das Natron ist natürlich auch das Natriumbicarbonat, das beste Deo, was man sich unter die Achseln reiben kann. Und man hat für 12 Stunden, man kann gut schwitzen, aber man riecht nicht mehr. Und das ist eigentlich das Schönste daran. Wir finden das in unserem Alltagsgebrauch, bei mir, Andreas, als auch bei dir, in vielen Eigenschaften kommt es hier zur Anwendung. Es hat also eine entkeimende, eine antivirale und eine entzündungshemmende Eigenschaft. Und das wissen leider die wenigsten. Es wird eben auch in der Krebstherapie eingesetzt, weil es das Wachstum von Tumoren hemmen soll. Und ich muss sagen, ich habe dazu natürlich auch mal ein Buch gelesen. Das ist das Natriumbicarbonat von Marc Circus. Und ich hatte mal eine Mitarbeiterin, die einen ganz starken Tumor hatte im Gehirn. Und durch das Natron-Trinken wurde das Wachstum dieses Tumors gestoppt über 4 Jahre. Und das war enorm, was man da natürlich für lebensverlängernde Eigenschaften hat, bis das dann mal zur Operation kommen konnte. So, es geht also immer um die Nährbodengrundlage. Das heißt, schädliche Mikroben, Viren und Bakterien, so wie du es vorhin gesagt hast, oder Entzündungen brauchen immer ein Milieu, in dem sie existent sein können. Und das ist die Grundlagen alles Lebens oder Sterbens. Ist das Milieu nicht da, kann uns eigentlich nichts passieren, weil Viren uns nur als Zwischenwirt benutzen und den Körper wieder verlassen. Man kränkelt zwar ein bisschen, kriegt ein bisschen Schnupfen oder ein bisschen Husten, aber ansonsten passiert nichts. Es gibt aber Menschen, die so immunschwach sind, dass durch solche Virenbefalle Lungenentzündungen entstehen. Das muss man sich so vorstellen. Die Viren kommen über die Schleimhäute in die Lunge, setzen sich in die Lungenschleimhäute fest und sorgen dafür, dass Sauerstoff nicht mehr übergeht und somit natürlich nicht mehr Sauerstoffteilchen ins Blut kommen und wir dann sozusagen die Atemnot, also den Erstickungstod, erleiden. Und dafür braucht man natürlich einen Arzt, der dann mit Druck Sauerstoff ins Blut pumpt. Aber wenn man in der Lage ist, im Notfall sein System sofort umzustellen, dann hilft man sich selbst und das machen wir immer mit der sogenannten Natronkur, wie schon seit knapp 10.000 Jahren, aber in der Weiterverarbeitung mit Zitrone. Es geht also nicht darum, jetzt einfach nur Natron zu trinken und gut, sondern wirklich eine kleine Kuranwendung, die ist kinderleicht, die kann jeder machen und darum geht es heute. Wir wollen rübergeben, wie das jeder machen kann und das mit den einfachsten und günstigsten Sachen zu Hause aus. Ja, sehr, sehr schön. Und es gibt ja auch diesen Spruch, das Milieu ist alles und das Bakterium oder die Mikrobe ist nichts. Und das erklärt das eben auch, warum immunschwache Menschen gerade eben da ganz besonders gefährdet sind, Erkrankungen zu bekommen. Ja? Aber die Frage, die sich jetzt eben stellt, ist, wie entsteht denn überhaupt diese Immunschwäche? Ja, also einfach erklärt wäre es, ich sage, ja, das hat das mit dem Säure-Basen-Gleichgewicht zu tun. Und es sind meistens Menschen, die sind vorgeschädigt, sind übersäuert, haben ihr Leben falsch gelebt, würde dann der Herr Lehrer wieder sagen. Die sind dann übersäuert und dann haben sie ja den Nährboden für diese Bakterien. Aber das stimmt schon, Säure und Gifte sind hier die Hauptursache. Denn diese Einwirkungen, wir gehen die auch gleich mal so ein bisschen durch, man muss vorher erst mal wissen, warum man das auch macht. Diese Bakterien greifen ständig unser Immunsystem an. Und wenn eine Aneinanderreihung diese Angriffe passiert, entsteht eine Autoimmunerkrankung, also Immunschwächen und so weiter. Denn diese Bakterien, diese Gifte und diese Säuren, das ist mal ein großer Begriff, sie reduzieren oft unsere Bluttemperatur. Andreas, viele Menschen da draußen sind sehr blutkalt.
Sie haben eine Bluttemperatur weit unter 37,5. Die kruseln da bei 36 Grad umher. Und das ist zu kalt für ein starkes Immunsystem. Wir sollten eigentlich eine Körpertemperatur von 37 bis 37,5 haben. Da schieben aber manche Eltern ihren Kindern heutzutage schon ein Zäpfchen rein, weil sie denken, mit 37,5 hat er erhöhte Temperatur. Und das muss man abkühlen. Nein, es zeigt eher an, dass der Körper eine gute Immunstärke hat. Und bei 40, 41 Grad kann man vielleicht mal mit dem Zäpfchen arbeiten. Aber alles vorher regelt der Körper selber. Diese Bakterien sorgen aber oft dafür, und diese Säuren, dass wir einfach einen schlechten pH-Wert in unserem Blut auch bekommen. Ihr wisst ja, der pH-Wert unseres Blutes ist 7,365. Und dieser pH-Wert, der wird von unserem Körper immer so geregelt mit dem Puffersystem, dass der auch passt. Sind wir aber mineralschwach, dann kann der Körper die Gifte, die da zu entstehen oder diese Säuren nicht mehr abpuffern. Und dadurch sinkt die Bluttemperatur. Dadurch wird uns natürlich kalt, aber wir werden auch immer immunschwächer. Und diese Aneinanderreihung sorgt dann dafür, dass wenn Viren mal unterwegs sind, dass dann unsere Entgiftungsorgane überlastet sind, die Nährstoffe weg sind, das Puffersystem nicht mehr funktioniert. Und dann fühlen wir uns wie ausgemerkelt. So, ist das einmal passiert? Haben Bakterien natürlich ein leichtes Spiel und Viren natürlich auch. Die brauchen das saure Milieu, die brauchen den Nährboden und das schwache Immunsystem. Und dann setzen die sich über die Schleimhäute fest in den Lungen. Sie kommen über den Magen-Darm, wenn die Magensäure nicht richtig produziert ist und uns davon nicht schützen kann. Und natürlich, sie kommen damit auch in den Magen-Darm-Trakt und von dorthin übers Blut natürlich zu allen Organen, wo sie natürlich Schaden anrichten können, bis letztendlich in den drei Nervensystemen, also in unserem Gehirn, in der Wirbelsäule und in unseren Darm. Die Schutzbarrieren sind weg, also zerstört. Und das betrifft jetzt bitte nicht mit der Angst arbeiten, über die Hälfte aller Europäer. Denn die leiden aufgrund ihrer Schwächen unter diesem genannten immunschwachen System. Und das sind die Erkrankungen, die Zivilisationserkrankungen der heutigen Zeit, die Verschleimung unserer Gesellschaft. So, es können aber auch ganz unbewusste, muss man wirklich mal sagen, dafür können wir nicht immer was, sogenannte Vorschädigungen, die wir vielleicht alle kennen. Und die möchte ich kurz nochmal durchgehen, bevor wir dann in die Maßnahmen übergehen. Zum Beispiel angeborene Allergien. Das kennen wir von unseren Kindern, da haben sie einen Heuschnupfen, reagieren sie auf das. Das sind sogenannte genomische oder epigenetische Störungen, die auch Ursache dafür sein können, dass wir schon von Grund auf ein schwaches Immunsystem haben. Oft ist es aber die falsche Ernährung. Also ich sage immer, das Schnelle, Fette und Ungesunde. Das, was uns verschleimt und wir sehen das ja in Bevölkerungsschichten wie in China, Italien und Spanien oder Amerika. Da dort natürlich viel mehr Menschen unter dieser Immunschwäche leiden und wenn dann Bakterien mal umhergehen, die Leute umfallen, die fliegen und dass dann auch mal Krankenhäuser überlastet sind. Ein Riesenfaktor ist in der heutigen Zeit und der macht 75% aller Erkrankungen aus, der Stress und die Übersäuerung. Also Stressfolge Übersäuerung. Und das ist ein Riesenthema. Ich kann noch gesund essen und alles wissen. Wenn ich den Stress habe und nicht reduziere, dann wird auch der Apfel sauer verstoffwechselt und wird mich hier in Übersäuerung irgendwo an Mineralien degenerieren. Dazu zählen aber auch Ängste, also emotionale Blockaden. Ich sage immer, das Problem ist nicht das Problem, sondern die Einstellung dazu. Also was macht das mit mir, was ich höre? Welche Entscheidung treffe ich? Gehe ich mit der Angst oder sage ich, oh cool, dann können wir uns das endlich mal verändern. Aber auch Impfschäden sind ein Riesenproblem. Das wird in der Zukunft immer mehr werden. Also Impfschäden durch Schwermetalle, durch formalte Hütte, die natürlich unser Immunsystem komplett lahmlegen. Vor allem die formalte Hütte oder die Nervengifte, die da als Konservierungsmittel mit dabei sind. Das werden wir in den nächsten Jahren erleben, dass immer mehr Impfschäden die Folge sein werden. Medikamente und ihre zerstörerische Kraft, davor warne ich immer, nicht mit dem Mittel, wo sie uns erstmal helfen, also Symptomverschiebung, sondern die Nebenwirkungen, die sich mit sich bringen, die meist erst später auftreten, weil durch diese Nebenwirkungen eben neue Entzündungen geschaffen werden. Dann haben wir oft Giftstoffe in Lebensmitteln, also die wir selber gar nicht kennen. Ja, Glutamate, Geschmacksverstärker, das sind Stoffe, die der Körper nicht kennt und die natürlich unsere Organe überlasten und irgendwann gibt es halt auch mal den Burnout unserer Organe. Viele Menschen wissen das nicht, dass sie eine sehr einseitige Gesundheitswerbe- und Medienpropaganda auf sich einwirken lassen. Das heißt, die ganz normalen öffentlichen Zeitungskanäle. Man könnte das auch Massenmanipulationen nennen, die uns vielleicht auch in eine falsche Richtung leiten. Und sie sind ja nicht unabhängig, sondern es wird ja immer nur das gesendet, was vorgegeben wird und das machen alle Sender gleich. Wenn ich dem folge, dann müsste ich ständig Angst haben, wenn ich ständig den Fernseher anschalte, was da so alles passiert, woraus ich mich immunschwach entwickeln würde.
Also gebe ich als jeden den Tipp, lasst doch mal eure Fernseher aus und guckt euch doch mal die Welt da draußen an. Da werdet ihr sehen, ist alles gar nicht so schlimm. Krankenhausaufenthalte sind für mich die schlimmsten Orte, wo die meisten Viren und Bakterien zusammenkommen. Deswegen sollte man in jedem Falle Krankenhäuser meiden und auch in solchen Zeiten, wo sehr viele Viren unterwegs sind, schlimme medizinische Behandlungen ablehnen oder gar nicht erst eingehen, wie zum Beispiel Chemo, Dialyse, Organoperationen bis hin zu künstlichen Hüften oder Hormontherapien, Zahnbehandlung. Das kann man alles später machen, wenn es darum geht, jetzt mal stark zu sein. Eine Ursache für Immunschwächen sind schlechte Schlaf- und Regenerierung- und Erholungsphasen. Das erkläre ich immer, wenn ich die Organuhr beschreibe, dass wir ein Grundgesetz haben. Der Organuhr, die gibt uns das vor, wann Regenerationszeit ist. Wenn ich diese Regenerationszeit nicht habe, dann folgen Immunschwächen, weil ich das Thema vom Tag davor mit in den nächsten Tag mit reinnehme. Wir haben sehr viele Klienten in unseren Kursen, Andreas, die unter alten Schocks und Traumatas leiden, die sie blockieren, also auch wirklich in eine Veränderung hineinzugehen, aber auch hormonell eben Hormonstörungen verursacht haben, geprägt in der Kindheit, warum sie immer die Schwachen, immer die Armen, immer die Kleinen und demzufolge auch immer die Kranken sind. Also ungelöste Konflikte in der Familie, in der Partnerschaft und im Beruf. Dann habe ich sehr viele Leute bei uns beim Fasten, Andreas, die gehen immer heimlich eine rauchen. Ja, dann sind wir auch beim Thema, also Süchte und Sehnsüchte. Ja, das Rauchen, der Alkohol, die Drogen, die uns zwar zwischenzeitlich auffangen, aber auch wie ein Medikament irgendwo einen Schaden anrichten, den wir erst später bezahlen. Und gerade bei Viren, die die Lunge befallen, ist das natürlich ein Manko für Raucher, die natürlich hier schon eine Vorbelastung haben, dass sich Viren schneller in diesem Milieu über die Schleimhäute natürlich einnisten. So, und dann gibt es natürlich den Klassiker. Es ist so ein großes Volumen, die Minderwertigkeitskomplexe, das, was uns immer eingeredet wurde aus der Erziehung unserer Eltern und Großeltern. Ich bin nicht, ich kann nicht, ich werde nicht. Und das Allerwichtigste, was uns aufhält, ich darf nicht. Ich muss zu Ärzten gehen. Ich darf nicht selber machen. Und das ist das, was uns psychisch und seelisch am meisten zusetzt. Das sind auch mal ein paar Beispiele, die mit einer Immunschwäche im Zusammenhang am Anfang überhaupt nicht zusammengebracht werden, die für mich aber auch einen riesengroßen Stellenwert haben. Florian, das war eine sehr lange Liste und sie war trotz allem sehr, sehr treffend und verdeutlicht erstmal, was da für Möglichkeiten heute bestehen, die ja einfach einen negativen Einfluss auf unser Immunsystem, auf unsere Lebensqualität damit auch haben und ja, wodurch wir wirklich massiv auch wirklich geschwächt werden. Und das zeigt auch, dass wirklich sich fast jeder in dieser Liste irgendwo wiederfindet, denn jeder hat doch irgendwo mindestens mal eins, wenn nicht sogar mehrere von diesen Problemen, die du gerade aufgezählt hast. Also du sagst jetzt damit, ja, wir sind alle verschleimt und belastet. Das ist der Punkt. Genau das ist der Punkt. Wir haben mit unserem eigenen Tun eine immunschwache Gesellschaft kreiert, mit schwachen Nieren, mit schwachen Entgiftungssystemen und das ist schon beängstigend. Aber das ist natürlich auch wieder die Umbruchphase, wo die Menschen jetzt wieder aufwachen und sagen, ah, wenn uns die Schulmedizin in den ganzen 2.500 Jahren jetzt nicht helfen konnte und es immer mehr kranke Menschen gibt, ähnlich wie im Barockzeitalter mit Seuchen und Viren und Bakterien, obwohl wir dachten, die wissen einfach alles, dann können wir es auch wieder selber machen. Und ich sage immer, wilde Tiere, also meine Oma hat immer gesagt, nur tote Fische schwimmen mit dem Strom. Und bei wilden Tieren ist es so, die haben das Problem nämlich gar nicht. Also, ja, was ist da los? Die machen das alles über ein Gespür, über einen Instinkt mit sich selbst aus, ob sie etwas tun oder nicht. Aber unsere Folgen sind natürlich verschiedene Immunschwächen, die bis hin zu Lungenentzündungen, Infekten, Magen-Darm-Grippen und Blutvergiftungen natürlich enden. Und da sollten wir jetzt erstmal ein Mittel haben, was uns hilft, was uns erstmal durch eine schwierige Zeit bringt. Und wenn es dann soweit ist, dann können wir anfangen, die Organe zu entlasten, den Körper entgiften, unsere Ernährung umzustellen, dann haben wir ganz, ganz viel Zeit. Aber es geht jetzt erstmal darum, die Immunschwachen eine lebensrettende und gesundheitserhaltende Möglichkeit zu bieten, die bei mir gut funktioniert hat und so soll sie, das wünsche ich mir bei allen anderen, auch gut funktionieren. Ja, also viele Menschen sehen das tatsächlich anders, als wie es du jetzt gerade dargestellt hast. Für viele Menschen ist es einfach so, dass sie sagen, zum Glück gibt es ja unsere Schulmedizin oder die Ärzte und ich will auch gar keinen da schlecht reden, ganz im Gegenteil, denn ich gehe einfach davon aus, dass die meisten es auch wirklich gut meinen mit uns und einfach ihr Bestes geben, die uns in solchen Fällen dann einfach helfen möchten.
Ja, Andreas, genau. Also ein Arzt hilft uns erstmal immer. Ja, ich bin natürlich mehr so, ich mag die chirurgischen Ärzte, die uns zusammenschneiden, wenn wir auseinandergerissen wurden oder die uns operieren. Ich mag jetzt nicht so die symptomverschiedenen Ärzte, aber das muss jeder mit sich selbst ausmachen. Ich sage immer, ein Arzt hilft uns. Er hilft uns aber immer nur mit diesen Dingen, die er ganz genau vorgegeben bekommen hat, also auch bei Medikamenten, die er verschreibt und wofür er ausgebildet wurde. Ja, das heißt, wenn da eine einseitige Bildung stattfindet, ist es schwierig. Wenn aber dann in die ganzen Abläufe, meist chemische Behandlungsabläufe stattfinden mit pharmazeutischen Produkten, die viele andere zum Teil auch ja neue Probleme schaffen, also Nebenwirkungen, auch wenn sie erstmal die Symptome verschieben oder kurzweilige Linderung versprechen, dann kann man zwar glauben, dass das ein ganzheitlicher Ansatz ist, aber meiner ist es nicht. Ja, auch da gibt es diesen berühmten Satz, keine Wirkung ohne Nebenwirkungen, den wirst du ja auch kennen, und das ist genau das, was da eben passiert, wenn wir Symptome verschieben. Ja? Wir müssen immer gucken, wir haben eine kleine Wirkung, aber wir haben eben eine Nebenwirkung. Und oftmals ist es so, wenn man sich die Packungsbeilagen dann mal durchliest, was denn da alles so an Nebenwirkungen drin ist, da wird einem ganz schwindelig. Also ich persönlich denke und arbeite jetzt hier erstmal anders. Denn ich bin kein Arzt, ich bin Fastenleiter, ich arbeite mit der Naturholistik, mit Wildkräutern und habe da drin halt sehr viele gute Erfahrungen. Ich lebe also relativ natürlich, davon gehe ich jetzt aus. Und meine Maßnahmen sind also erstmal einfachste medizinfreie Schritte, mein Immunsystem im Falle eines Konfliktes in wenigen Tagen zu aktivieren. Das kann jeder und in jeder Lebenssituation, wenn man noch so krank ist, Andreas. Es geht also um ein effektives System, natürlich zurechtzukommen. Und wenn man guckt, wie die Soldaten das im Ersten und Zweiten Weltkrieg geschafft haben, die ganzen Ärzte in den Krankenhäusern, wo es überhaupt gar keine Hygiene mehr gab, weil Medikamente ausfielen, weil keine Impfstoffe da waren, weil eben die Hygiene komplett mit den ganzen Körperteilen da übersät und die Überfüllung der Krankenhäuser natürlich damit das alles lahmgelegt hat, dann wissen wir, dass auch früher Menschen sich gegen Seuchen, Armut und Bevölkerungssterben geholfen haben mussten, sonst wären wir jetzt nicht mehr auf der Welt. So, es gibt also viele Möglichkeiten und die einfachste ist die Natronkur. Das heißt, ein ganz einfaches, natürliches Natriumbicarbonat. Kein normales Backpulver. Ein Natriumbicarbonat, es kommt auf das Bi drauf an, also das Wasserstoffatom ist hiermit ganz wichtig. Gerade wenn es um Entgiftung, Entsäuerung und entzündungshemmende antivirale Entscheidungen geht. Ich kann natürlich auch mit frischen Säften Entgiftungskuren arbeiten, mit Wildkräuter, langen Fastenkuren und Wurzelextrakten. Aber Andreas, das ist alles sehr langwierig, da fehlen viel das Wissen und die Möglichkeiten und es geht darum, was Schnelles zu machen, was jeder kann. Und ich werde es jetzt auch gleich mal erklären, denn das ist die günstigste Methode, den Körper zu entkeimen, bis hin in die kleinsten Zellen und eben den Keimen in ihrer kriegerischen Absicht, den Frieden anzusorgen. Also das Milieu in kurzer Zeit zu verändern und damit natürlich auch das Denken, die Sichtweise, das Verhalten und das Tun, das sich natürlich damit auch gleich verändert, umzusetzen. Ja, da sind wir natürlich sehr gespannt, was deine Erfahrungen sind, die du offensichtlich hast, die ich persönlich auch habe, aber du wirst uns jetzt mal präsentieren und du bist einfach auch durch dein Gesundheitszentrum, hast natürlich noch viel größeres praktisches Wissen und Erfahrungswerte. Deshalb sind wir ganz gespannt, wie du das machst, diese Natronkur, was du uns jetzt empfiehlst. Genau. Danke. Also ich mache nicht nur eine Natronkur, sondern wir verändern das immer mit Natron und Zitrone. Und zwar nicht so, wie man das in den Medien liest, die Sachen zu vermischen, sondern es hat eine Reihenfolge, das in den Körper zu geben, damit es in seiner entkeimenden, aber auch deaktivierenden Funktion wieder wirkt. Denn wenn man so im Internet liest, dann sagen sie, ja, Natronkur ist toll, cool, Entsäuerung, Entgiftung. Über Viren, da weiß keiner was davon. Da muss man wirklich ein paar hundert Jahre zurückgehen. Aber die sagen dann immer, ja, wenn man zu viel nimmt, da kann man Durchfall kriegen und Leute mit hohem Blutdruck, die sollen das nicht machen mit dem Backpulver. Und da haben wir ja schon mal geklärt, dass das kein normales Backpulver ist, weil Backpulver hat immer ein Säuerungsmittel mit drin. Das ist ein reines Natriumbicarbonat und kein normales Natriumcarbonat. So, ich wende in solchen Fällen immer eine Natron-Zitronen-Kur an, die zu 99,9% gegen alle feindlichen Mikroben und Viren wirken kann. Immer dann, wenn alle Menschen um uns herum kränkeln, virale Infektionen haben oder schwach sind, dann machen wir das schon als Prävention heraus und es hilft jedes Mal wunderbar. Es ist für mich kein Placebo, aber ich könnte mich auch irren. So, aber wo findet man dieses Wissen denn eben noch? Ich habe zum Beispiel ja dieses Buch vorhin mal gezeigt, hier von dem Marc Firkus, Natriumbicarbonat, Krebstherapie für jedermann. Und das möchte ich einfach mal ganz kurz vorlesen. Ich habe mir da mal zwei Seiten rausgesucht, denn alle verwenden sofort, wenn sie Viren hören, immer Desinfektionsmittel.
Sie wissen aber gar nicht, was Desinfektionsmittel anrichten in unserem Körper, wie viel Schwermetalle da oft mit drin sind. Und in diesem alten Buch schreibt er zu Natriumbicarbonat als Antiseptikum. Unter einem Antiseptikum versteht man eine antimikrobielle Substanz, die in lebendes Gewebe eingebracht oder auf die Haut aufgetragen wird, um eine mögliche Infektion, Sepsis oder Fäulnis zu verhindern. Antiseptika unterscheiden sich dadurch von Antibiotika, dass sie vom lymphatischen System transportiert werden und Bakterien im Körperinneren zerstören können. Desinfektionsmittel dagegen zerstören Mikroorganismen auf Objekten, sowohl innerlich als äußerlich angewendet. In einer Studie fand man heraus, dass die Virustiter auf Lebensmittelkontaktflächen innerhalb einer Kontaktzeit von einer Minute mit Hilfe von Natriumbicarbonat in einer 5%igen oder höheren Konzentration erfolgreich um 99,99% verringert werden konnten. Außerdem hat man festgestellt, dass sich durch die Mundpflege mit Bicarbonat eine statistisch signifikante Verringerung der Anzahl der Viren und Streptokokki-Mutanz erreichen lässt. Das fand ich schon mal total spannend. Also, ich zeige euch das mal ganz kurz. Ich habe hier so ein Bild, wo man das Lymphsystem sehr schön sieht. Das heißt, wenn ich Natron anwende zur innerlichen Anwendung, dann arbeitet es sich im Körper über die Blutbahnen natürlich bis in das Zellgewebe hervor und kann natürlich Viren entkeimen und somit über die Lymphe, über die Lymphflüssigkeit abgeben, dann auch wieder entgiften. Das ist ein ganz natürlicher Selbstläufer. Und dann schreibt der Marc Sirkus noch zu den viralen Infektionen, das fand ich auch ganz spannend, ein Eintrag in der amerikanischen Home Medical Encyclopedia aus dem Jahr 1963, ist also schon ein paar Jahre her, berichtet davon, dass damals etwa die Hälfte aller Amerikaner in unidentifizierten systemischen Pilz- und Virenerkrankungen litt. Heute liegt die Zahl deutlich höher, weil die Menschen nach wie vor Antibiotika, Hormonersatzmedikamente und Antibabypillen wie Bonbons konsumieren. Aus diesem Grund erkrankte auch immer mehr Kinder an den von Pilzen oder Viren verursachter Meningitis und so weiter. Was nichts anderes bedeutet, als dass ihr System unter dem Gewicht dieser Giftstoffe leidet. Auch wenn eine gluten- und caseinfreie Ernährung als Schritt in die richtige Richtung betrachtet werden kann, reicht das alleine noch lange nicht aus. Es ist Zeit, den systemischen viralen und fungalen Infektionen mit denselben Substanzen zu Leibe rücken, mit denen man auch bei Krebserkrankungen eben diese Infektionen besiegen kann. Und dann hat er noch was ganz Tolles geschrieben, ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Analog dazu empfiehlt Dr. Simon Zini vernebeltes Bicarbonat, das heißt das Natriumbicarbonat über einen Kaltinhalator. Da gibt es ja hier diesen Pari-Kompakt-Inhalator, die gibt es in jeder Apotheke zu kaufen, gerade wenn es um virale Lungenerkrankungen geht. Da schreibt ihr analog zu Bicarbonat bei Bronchialkarzinomen in der Lunge und Viren. Dazu soll ein Esslöffel Natriumbicarbonat in einem halben Liter Wasser aufgelöst und mit einem Inhalator innerhalb einer halben Stunde inhaliert werden. Die Inhalation wird bei ihm 6 Tage lang durchgeführt, gefolgt von 6 Tagen Pause, also immer in so kleinen Intervallen. Das gilt als Notfallmedizin. Vernebeltes Natriumbicarbonat sollte in einer Konzentration von unter 2% verwendet werden, also Verhältnis 1:4. So, und das fand ich so spannend, vor Jahren schon, dass wir das ausprobiert haben, auch beim Fasten. Und es hat jedes Mal wunderbar gewirkt, auch bei Leuten, die schon mit Schnupfen, Heiserkeit, Erkältung zum Fasten angereist sind. Das passiert ja doch auch hin und wieder. So, und das möchte ich jetzt mal zeigen. Das heißt, ich empfehle jeden, der das Problem mit sich trägt oder hat oder Angst davor hat, auch als Präventionsmaßnahme, diese Kur mal zu machen. Bei immunschwachen Menschen mit starken Nierenproblemen und Bluthochdruck, da kann man nochmal gucken, da macht man das immer in 5-Tages-Intervallen, aber der normale Otto-Normalverbraucher, so wie wir alle, wir machen das immer als 3-Wochen-Kur. Dann macht man mindestens 3 Wochen Pause und dann könnte man das, wenn das Problem noch besteht, immer noch mal 3 Wochen lang machen. Dazu braucht man nichts weiter wie 2 Gläser. In das eine Glas kommt dieses ganz natürliche Bob's Red Mill Baking Soda, das aus Gesteinsschichten herausgekratzt wird. Dann nehme ich jetzt mal hier einen halben bis einen Teelöffel. Das mache ich hier rein. Dann hole ich mir mal meinen Wasserkocher. Den habe ich nämlich vorhin schon mal angemacht. Das habe ich auf 40 Grad. Gebe da jetzt Wasser rein. Und das trinke ich am Morgen nüchtern. Ganz, ganz wichtig.
Es darf kein kaltes Wasser sein, es muss warm sein, aber unter 50 Grad. So, wenn ich das getrunken habe, dann lasse ich mir ein bisschen Zeit, kann ich noch ein bisschen was machen, 20 Minuten, maximal eine halbe Stunde. Und dann nehme ich den Saft einer halben Zitrone, tropfe den auch wieder in mein Glas rein. Ich habe mir da damals extra so eine schöne kleine Zitronenpresse besorgt aus Glas. So, und dann quetscht man die einfach aus, macht dann diesen Zitronensaft auch wieder in ein Glas rein. Das ist eine ganz wichtige Sache. Und dann gibt man kaltes Wasser hinzu und trinkt das dann runter. So, und wenn einer denkt, da kommt jetzt noch was, sage ich, nee, das war's jetzt schon. Und das ist eines der besten Keimkuren, die es gibt. Warum? Ihr wisst jetzt schon, das Natron arbeitet sich sehr, sehr schnell in den Körper. Der Magen produziert Natron, die Speiseröhre, im Mund wird Natron produziert und auch viele Organe, vor allem die Niere, wenn sie sich helfen muss. Wenn es darum geht, irgendwelche Kalzifizierungen zu zersetzen oder das Blut zu verdünnen. Deswegen kann man nicht sagen, Kochsalz hat eine blutverdünnende Wirkung. Da muss man immer sagen, ja, mit Bluthochdruck muss man aufpassen. Aber nicht das Natriumbicarbonat. Das hat eine blutverdünnende Eigenschaft. Das können sogar Leute nehmen, die Bluthochdruck haben, aber dann vielleicht nicht 3 Wochen, sondern die machen das in 5 Tagesabständen, um diese Kur eben anzuwenden. Und das wird getrunken, dann sollte man mindestens eine halbe Stunde bis Stunde danach nichts essen, damit sich die Magensäure wieder normalisieren kann, denn durch das Trinken dieser Getränke, durch das Natron, fängt der Körper an, mehr Magensäure zu produzieren. Das heißt auch, um die Darmpassage zu schützen, wenn Keime von oben hinkommen. Deswegen trinkt man es immer am Morgen als nüchterner Anteil. Und dann, um diese Funktion der Entkeimung wieder zu deaktivieren, der Zitronensaft später. Und warum das so ist, möchte ich jetzt gleich auch mal zeigen. Dann mache ich jetzt mein Bildschirm wieder runter. Ich habe hier nämlich noch ein drittes Glas. Und jetzt gebe ich mal hier ein bisschen Natron rein. So, machen wir jetzt hier mal einen vollen Teelöffel Natron rein, damit ihr das alle mal sehen könnt. Und jetzt nehme ich meine Presse. Hier. Und jetzt gebe ich mal die Zitronensäure direkt. Ich habe hier richtig gute Bio-Zitronen. Die gibt es auch super. Die sind auch super lagerfähig. Sogar noch Blätter dran. So, und presse die mal aus. Und jetzt gebe ich den Zitronensaft mal direkt in das Natron. Und dann seht ihr diesen Prozess, der erst im Körper funktionieren soll. Also ihr seht, es schäumt, es reagiert. Das wird jetzt haarscharf. Der schöne Bierschaum kommt hier raus. Ne? Kommen wir gleich wieder in Versuchung. Noch ein bisschen Schaum. Also, es reagiert aus. Die Base, das Alkalische, wird hier durch die Zitronensäure wieder neutralisiert und wird zu Ende gebracht. Und somit kriegt der Körper einen kleinen Immunbooster. Der pH-Wert des Blutes wird ganz leicht erhöht. In diesem Milieu haben natürlich Virenbakterien dann wieder keine Chance, wird durch die Zellen getragen. Der Körper wird dadurch entgiftet und die Zitronensäure, das Vitamin C, gibt dem Herz-Kreislauf-System einen richtigen Bums, damit es richtig verteilt wird. Geht sogar bis ins Nervensystem. Vitamin C wird ja dort verbrannt und sorgt für Neutralisation dieser Reaktion. Deswegen sollte man es nicht vorher mischen, wenn es um virale Bakterien geht, sondern nur, wenn man entsäuern möchte, sondern wenn es darum geht, wirklich den Keimen zu sagen, hey, ihr seid jetzt unsere Freunde oder fliegt hier raus, würde ich es dann genau so machen. Und dazu haben wir auch eine Anleitung geschrieben, das heißt, wie man das machen kann, und in Videos wird das Ganze sehr schön erklärt. Und das ist unser Beitrag, den Andreas und ich uns ausgedacht haben, wo wir sagen müssen, jetzt helfen wir den Menschen mal ganz kostenlos. Und zwar jeder hat diese Möglichkeit, darauf zuzugreifen. Es geht aber auch darum, wer darf es nicht machen, wie zum Beispiel Schwangere und warum, also Kontraindikationen. Die genaue Einnahme, sowohl in kurzen Abschnitten als auch in langen Abschnitten. Das haben wir hier für euch auch schriftlich dargestellt und in Videoform. Hier braucht man das eigentlich nur nachmachen, das, was ich in dem Video da so schön mache. Und dann kann es jeder für sich umsetzen. Ich muss aber auch sagen, dass diese Natronkuren ja auch keine medizinische Behandlung sind. Das heißt, es sind ernährungskosmetische Sachen. Und diese ernährungskosmetischen Anwendungen sind medizinfrei und dienen als Unterstützung, nicht als Heilmittel. Es ist somit auch kein fertiges Arzneimittel, was ich kaufen kann, denn ich muss es ja noch weiter verarbeiten und ich muss es selbst herstellen. Wichtig ist, dass man ein natürliches Natriumbicarbonat hat. Das heißt also, irgendeins, was im Bergbau abgebaut wird. Am besten das Arm & Hammer oder das Bob Treadmill. Das erkläre ich aber in den Videos sehr, sehr schön. Und wo man das auch kaufen kann, es gibt es auch in manchen Supermärkten, es gibt es aber auch im Notfall in der Apotheke. Wenn es gar nicht geht, dann hilft auch ein Kaisernatron. Aber das für 5 bis 3 Wochen anzusetzen, kann manchmal Wunder wirken. Aber dazu brauchen wir natürlich diesen Leitfaden, den ich mit Andreas gemeinsam zusammengestellt habe.
Florian, erstmal vielen, vielen Dank. Genau wie du sagst, es ist unser Beitrag, den wir gerne leisten möchten, damit jeder ein Stück weg von der Angst kommt und einfach eine Möglichkeit bekommt, in Eigenmaßnahmen, in Selbsthilfe tätig zu werden und dieses alte Wissen, was ja da ist, einfach wieder aufleben zu lassen. Und das sind ja wirklich ganz, ganz einfache Schritte. Und du hast es ja ganz kurz schon mal gezeigt. Und wir haben also eine schriftliche Anleitung zusammengefasst und auch nochmal eine Videoanleitung, wo du es ganz genau auch noch ein bisschen ausführlicher erklärst. Wenn du daran Interesse hast, dann kannst du einfach hier unter dem Video auf den Button klicken und dir diese Anleitung inklusive dem Video ganz kostenlos sichern und einfach herunterladen. Mhm. Und an dich, lieber Florian, erstmal ein ganz großes Dankeschön für diese Zusammenstellung. Auch diese Hintergründe sind ja auch wichtig. Mhm. Und dass du uns einfach mal gezeigt hast, was es für eine einfache Möglichkeit gibt, die für ganz viele, glaube ich, eine ganz tolle Möglichkeit ist. Und mit dem, was du zeigst, bist du einfach ein Geschenk für die Welt. Und deshalb ist es mir auch so wichtig, dass wir dieses Wissen hier möglichst vielen Menschen zur Verfügung stellen. Und deshalb, auch wenn du dieses Video hier siehst, teil das doch einfach gerne. Und das würde uns sehr, sehr freuen, weil wir damit ganz, ganz vielen Menschen gerade jetzt in dieser Situation Mut machen können und auch helfen können. Mhm. Genau, es geht also darum, dem Feindbild und dem Feinddenken den Frieden zu erklären. Also auch die Sichtweise, Verhalten, das Denken, das Milieu einfach mal zu verändern. Es gibt auch gar nichts zu verlieren. Man kann in dieser Sache hier mit dieser Natronkur nur gewinnen und das ist alles kostenlos. Es ist günstig, das Natron-Zitronen gibt es überall. Wer Zitrone nicht verträgt, kann das auch mit Apfelessig machen, mit dem rohen Naturtrüben. Aber das erkläre ich alles in den Anleitungsdokumenten und in den Videos. Denn alle Sachen, die wir jetzt gezeigt haben, sind auch sehr lange haltbar und vitalitätsverbessernd in ihren Eigenschaften. Und diesen Anspruch, den kann jeder jetzt für sich nutzen, indem ihr euch einfach diese Dokumente und die Videos dazu besorgt. Ja, also von daher vielen, vielen Dank nochmal. Und alles Weitere direkt hier unten drunter einfach draufklicken und mitnehmen und natürlich gerne teilen. Wir wünschen euch alles Liebe, alles Gute, ganz viel Gesundheit natürlich von dieser Stelle aus. Und Dankeschön an dich, Florian, nochmal. Und wir sagen bis ganz bald. Ciao, euer Andreas und Florian Sauer. Bleibt gesund. Tschüss. Ciao.